Lust und Tod im Land der aufgehenden Sonne. Eine teuflische Gaumenfreude. Für den Kenner so unwiderstehlich wie die Droge für den Süchtigen. Eine Versuchung, die immer wieder Opfer fordert. Fugu, der Todesfisch. Tradition? Luxus? Todesverachtung? Unberechenbare Gefahr? Und mörderische Konsequenzen? Das sind die Zutaten dieses Krimis aus Japans Edelküchen. Tokio, Welthauptstadt der Gourmetkultur. Über 160.000 Restaurants. Jeden Monat öffnen 1.000 neue. 191 Sterne verleiht der Gourmetführer Guide Michelin an die Restaurants der japanischen Hauptstadt. Fast doppelt so viel wie an Paris. Dreimal so viel wie an New York. Für erlebnishungrige Gourmets ein Paradies der ausgefallensten Köstlichkeiten. Für Leute, die darunter Kartoffelsuppe und Kutterfilet verstehen, eine ziemlich fremde Welt, in der so manche Überraschung lauert. Ein Insider-Tipp für wagemutige Genießer. Das Restaurant Miuraya im Stadtteil Asakusa. Hier gibt es nur eine Spezialität. Giftigen Fisch. Gleich am Eingang der Nachweis der amtlich geprüften Kunstfertigkeit des Küchenpersonals. Der Gast soll wissen, hier ist er in besten Händen. Gleich darunter das Tier aus der Tiefe, das Gourmetherzen schneller schlagen lässt. Wer hier speist, legt sein Wohlergehen in seine Hände. Der 72-jährige Chef Miura filetiert giftigen Fugu seit 40 Jahren. Und bis heute haben seine Gäste das Dinner unbeschadet überstanden. Wichtig ist, die hochgiftigen Innereien sauber vom Fleisch zu trennen, sonst wird die Mahlzeit zum potenziellen Todesurteil. Ein einziges Exemplar dieses Fisches könnte mit seinem Gift ganze Scharen Feinschmecker ins Jenseits befördern. Darum auch der Giftkübel, Meister Miuras Büchse der Pandora. Laut Gesetz müssen die toxischen Abfälle sofort weggeschlossen und später chemisch entsorgt werden. Das Filetieren ist eine Kunst, die viel Erfahrung braucht. Aus der Gemüseküche abkommandiert ist Gehilfe Atsushi, der dem Meister auf die Finger schauen darf. Siehst du? Das Fischfilet muss peinlich genau von Blutresten und Sehnen gesäubert werden. Vor dem Gast muss alles sauber aussehen. Aus dem Filet hier bereiten wir Sashimi. Die anderen Teile kommen in den Kochtopf. Die Fischflossen, damit würzen wir den Sake. Gute 3 Tage werden sie getrocknet und dann eingelegt in Reiswein. Das Messerarsenal für den Giftfisch. 3 Spezialklingen braucht ein Chef für die Zubereitung des Fugu. Neben dem schweren und mittelschweren Messer für Haut und Knochen das Fugu-Sashimi-Messer. Die flexible und extrem scharfe Klinge gleitet durch das feste Fleisch wie ein Lötkolben durch Butter.
Präzise wie ein Schwertmeister. Ein guter Sashimi-Chef ist ein wahrer Künstler mit der Klinge. Eine einzige fließende Bewegung. Das feste Fleisch auf dem Teller so hauchdünn wie Papier. Für den Connoisseur die reine Poesie. Hier haben wir das fertige Fugu-Sashimi. Traditionell wird dieses Gericht nach dem Muster einer Chrysantheme angerichtet. Als Tipp servieren wir dazu Ponzu, bestehend aus Sojasauce und einem leichten Essig. Dazu gibt es eine Würze aus Rettich und Chili, die wir Momiji Oroshi nennen, weil uns die Farbe an Momiji, das rote Ahornlaub im Herbst, erinnert. Der Zauber aus der Gourmetküche. Salat aus Fugu-Haut. Angedünstetes Fugu-Fleisch. Gegrillte Fugu-Rippchen. Fugu-Filet in süßlicher Soße. Und Fugu-Haut in Sojasoßen-Gelee. Himmlische Gaumenfreuden. Oder teuflische Versuchung? In jedem Fall ein sündhaft teurer Luxus. Unter 100 Euro nicht zu haben. Kenner schätzen den festen Biss und das leichte, feine Aroma. Nicht nur ein Kick für wagemutige Genießer, auch lebensfrohe Japaner kommen da ins Schwärmen. Zum Hauptgang gibt es Fugujiri, ein Eintopfgericht aus Fugu, Tofu und Seitan. Trotz der Leckereien kein bisschen Angst vor Gift in der Suppe? Natürlich hört man hin und wieder, dass jemand an Fubu gestorben ist. Aber ehrlich gesagt, denken wir nicht weiter dran. Es schmeckt einfach zu gut. Der Fisch hat einen sehr zurückhaltenden und delikaten Geschmack. Gerade deshalb kann man so viel aus ihm machen. Ich denke, das ist der Grund, warum dieser Fisch so beliebt ist. Es ist einfach ein großartiger Fisch. Er hat kein bisschen Fett. Das macht ihn im Winter auch als Eintopfgericht so beliebt. Ich sage Ihnen, dieser Fisch ist ein Luxus. Den will man sich nicht nur einmal im Jahr gönnen, den will man jede Woche essen. Doch lohnt der Gaumenkitzel das Risiko? Zweifellos hat über die Jahrhunderte so mancher Koch auf der Suche nach der richtigen Zubereitungsart mit seinem Leben gespielt und verloren. Japans größte Heerführer fürchteten den kleinen Fisch, konnte sein Gift ihrer Armeen doch schneller dezimieren als jeder Gegner. So wurde den Samurai der Fugu-Verzehr strengstens untersagt und kraft Gesetz sogar dem japanischen Kaiser verboten. Und das gilt unverändert noch heute. Doch dem Volk war die teuflische Gaumenfreude nicht auszutreiben. Selbst in der Poesie huldigte man dem giftigen Meerestier. Wo sonst liegen Hochgenuss und Verderben so schicksalhaft dicht beieinander, wenn nicht in der Liebe und beim Fugu. Ohne ein Wiedersehen, heute Abend Fugu-Suppe. In diesem berühmten Gedicht beschreibt der Dichter Buson wahrscheinlich seine Liebe zu einer Frau, die für ihn unerreichbar scheint. Er betet sie aus der Ferne an. Aber da er sie nicht sehen kann, beschließt er, sich am Abend mit einer Fugu-Suppe zu trösten. Auch Herr Kichi Kitahama hat eine Leidenschaft, der er nicht entkommen kann. Nichts fesselt ihn mehr als die Liebe zu einem Fisch. Willkommen in Kitahamas Kugelfischkabinett. Zwischen Gräten, Knochen und getrockneten Flossen erläutert der Fugu-Experte jedem Besucher gern Geschichte und Gefahren des giftigen Meeresbewohners. Seit den ersten Aufzeichnungen um 1900 hat es weit über 6000 Tote gegeben. Das sind mehr als 70 Opfer pro Jahr. Das Schreckensjahr 1958.
Als sich ungelernte Köche am Fugu versuchten, kam es zur Katastrophe. 289 Vergiftungen, 176 endeten tödlich. Schluss mit diesem russischen Roulette, verlangten die Experten und forderten vom Staat Lizenzpflicht für Fugu-Köche und strengere Regeln für die Gastronomie. Von den insgesamt 38 Fugu-Arten, die es an Japans Küsten gibt, sind heute nur noch 22 zum Verzehr freigegeben. Außerdem wurde genau festgelegt, welche Teile bei welcher Fischsorte auch tatsächlich genießbar sind. Denn bei jeder sitzt das Gift woanders. Mit diesen Regeln hat der Staat endlich versucht, das Problem in den Griff zu bekommen. Die Tokioter Stadtregierung rät zur Besonnenheit. Man solle den Schauergeschichten nicht zu viel Glauben schenken. Bei den seltenen Todesopfern handele es sich doch ausschließlich um unvorsichtige Fischer und übermütige Amateurköche. Uhr früh. Lehrling Atsushi Domon meldet sich im Juraya zum Dienst. Wer in einem japanischen Restaurant was werden möchte, muss sich hocharbeiten. Und das beginnt mit Pfannenputzen. Vor 4 Jahren kam ich aus der Provinz Yamagata nach Tokio. Ich hatte keine Lust auf eine Kochschule, sondern wollte in einem Restaurant alles lernen, bis ich die Lizenzprüfung zum Fugu-Meister schaffe. Heute will Meister Miura sehen, was sein Lehrling gelernt hat. Mit etwas weichen Knien steigt Atsushi in seine Gummistiefel. Er weiß, einen Fugu zu schlachten ist nichts für schwache Nerven. Genau so und jetzt mit Kraft. Und immer gerade schneiden. Bis zum Schwanz. Hey, der lebt ja noch. Gib ihm eins auf den Kopf. Am Anfang dachte ich, das ist ganz schön grausig. Ich hatte ziemliches Herzklopfen. Aber was soll ich sagen? Man gewöhnt sich dran. Für das Ausnehmen hat er 10 Minuten und für das Sashimi eine ganze Stunde gebraucht. Für die Prüfung muss er lernen, alles zu schaffen. Aber in 20 Minuten. Ein sauberes Filet in nur 20 Minuten? Bis Atsushi soweit ist, braucht er noch Zeit. Und Chef Miura Nachschub an frischem Fisch. Das Fischerdorf von Anori, 380 Kilometer südwestlich von Tokio. Herr Katayama ist Fugu-Fischer und hat vor allem eine Sorge: das Wetter. Seit einer Woche ist die See zu rau und in ein paar Tagen, Ende Februar, sind die gerade mal 5 Monate Saison zu Ende. Alle hier leben vom Kugelfisch und warten angespannt auf Nachricht von der Hafenbehörde. Eine Mitteilung an alle Fischer. Morgen gibt es kein Auslaufen. Ich wiederhole, kein Auslaufen. Das drückt natürlich auf die Stimmung. Wer in einem Büro arbeitet, kann jeden Tag zur Arbeit gehen. Aber wir sind nun mal vom Wetter abhängig. Auch am nächsten Abend hat sich das Wetter nicht gebessert. Nur noch 2 Tage bis Saisonende. Die Stimmung könnte schlechter nicht sein. Dann, endlich, ziehen die Unwetterwolken aufs Meer hinaus.